Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Kaizo Crystal. Wir waren zuletzt stehen geblieben beim Radio Tower, wo wir uns mit Team Rocket angelegt haben. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, das war vor der ersten... Ah, der Präsident... Och, blöd, Mann. Das ist natürlich der... Rocket-Boss. Der ist ja jetzt am Start. Der eine. Der Vorstandstypi. Ich weiß gar nicht, ob ich den schlagen kann. Wir werden es gleich sehen. Onkel Silo muss mal wieder sein ganzes Wissen auspacken. Ist ja länger her, dass ich gespielt habe. Aber die haben wir alle weggehauen. Ah, genau. Dann hier war der Typi. Der macht so... Oh! You can't rescue me? Is that what you were expecting? Wrong! I'm an imposter. I pretended to be the real thing to prepare for a takeover. Do you want to know where we hide the real director? Sure, I tell you, but only if you can beat me. Okay, der will also hier einen auf dicke Hose machen. Kann er kriegen! Mir kann man das nicht machen. Okay, Pokémon in Pasta. Was hat der Executive Mensch am Start? Brr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 r
So, was kommt als nächstes? Er hat noch drei Pokémon, ein Steelix. Ja, da bin ich gut aufgestellt gegen. Brumm. Der ist einfach geil. Ich mag das Pokémon einfach. Es ist zwar nichts Spezielles, aber es ist geil. Dann Fire Punch. Brumm, 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 brumm. Brsch. Müssen wir aber hoffen, wir können es instant killen, sonst tut's weh. Erdbeben ist eine böse Attacke. Ja, sehr schön. Und gleich Level 92 kriegen wir noch. Meine drei stärksten Pokémon leben ja noch. Das ist sehr gut. Sehr schön sogar. Was nächstes? Ein Snorlax. Snorlax. Ne, da haben wir ja einen. Oder wollen wir zuerst mal versuchen, mit Dynamic Punch was zu machen? Aber wir gehen auf Nummer sicher. Das Blöde ist, sein Snorlax kann Erdbeben. Das macht es einen sehr gefährlichen Gegner. Und es kann halt sicher auch Erholung. Das ist unangenehm. Egal, wir probieren es jetzt einfach mal. Submission. Aua! Der hat echt harte Verteidigungswerte. Also das Vieh werden wir nicht mit einem One-Shot down kriegen. Das hätte mich auch gedacht. Mua. Verdammt. Hab ich irgendwas, um es wieder... Full Restore, nein. Bitterbeere, nee. Ficken, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt doof. Er wird da wahrscheinlich ja Erdbeben einsetzen. Mal schnell. Ah, super. Hat er mich auf mein letztes Pokémon runtergefickt. Ist nicht gut. Hätte ich den anderen genommen, wäre es besser gewesen. Ich spule das mal schnell. Ficken! Hat er mich doch noch besiegt? Okay. Okay, okay, okay. Das war jetzt dumm gespielt von mir. Also, er startet ja mit... Das habe ich vergessen, mit was er gestartet ist. Oh Mann, ist das peinlich. Was hat er schon wieder als erstes gehabt? Irgendwas wusste ich immer wieder, was immer... der Elektroball, stimmt, der Elektroball. Der ja... Dieser blöde Ball hat er ja eingesetzt. Ich hab halt einfach nichts gegen Elektroball, das nervt mich ein bisschen. Also ja doch, in Form von ihm. Ach komm, ich probier's trotzdem mal zuerst mit ihm. Er wird ja eh schneller sein mit seinem Elektroball. Das spulen wir mal schnell, das haben wir ja gehört. Rimpum, genau, und Earthquake. Ja genau, jetzt macht er wieder diese Drecksattacke, die ich so liebe. Dam, 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 dam. Aua! So, den Ball haben wir jetzt erstmal damit konfrontiert. Er dürfte aber nicht sterben, der Ball. Das ist so ärgerlich. Ja, da springen wir schnell. So, den haben wir gekillt. So, okay. Wir haben noch ein Pokémon, das 6 HP left hat. Was nicht sehr viel ist. Ein Muck. So. Muck, Muck, Muck. Dieses Mal sind wir vorbereitet. Takiro, walte deines Amtes. Brrr. Brrr. Der blöde Schleimhaufen, der kann mich mal. So, Takiro. Brum, brum, brum. Sehr schön. Und er wird wieder Slugbomb. Aua. So, dieses Mal sind wir vorbereitet. Dieses Mal sind wir vorbereitet. Und... Oh, mein PC lädt irgendwas. Nein. Nicht. Einfach ruhig bleiben. Was macht der? Was macht der? Okay, don't do that. Counter. Ah, stimmt, der blöde Idiot sprengt sich ja ständig in die Luft. Ja, das dürfte ich nicht überleben. Das reißt mich mit in den Tod, weil er ist zu hoch. Ja, das kann ich ja nicht spulen. Okay. Was kam nach Mob? Cloyster, oder? Ja, ich glaube, es war Cloyster. Cloyster, Cloyster. Nein!
Okay, das ist jetzt ärgerlich. Dann machen wir es so. So, fly. Walte deines Amtes. Ach, stupid. Nix da. So, und Hypnose. Gute Nacht, du Schwabbelbacke. So, aber jetzt müssen wir auswechseln. Weil wir können den so nicht down kriegen. Ich dachte, Cloyster kommt schon, aber... Kommt ja kein Cloyster! So, der schläft. Sehr schön. Dann, Fire Punch. Warum ist das eigentlich plötzlich schneller als ich? Wer weiß. Dam, 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 dam. Brrrm. Letztes Mal haben wir ihn jedenfalls gewone-shottet. Wir hoffen, dass es wieder der Fall ist. Weil sonst wäre das ärgerlich gewesen. Aber ich hätte ja nicht wissen müssen, dass der Explosion einsetzt. Der blöde Kopf. Aber ich habe wieder zu wenig schnell geschaltet. Und das war die Rache dafür. So, jetzt kommt das nächste. Jetzt kommt aber Cloyster. Cloyster! Jetzt kann der Steven kommen. Cloyster! So ein Idiot, Cloyster! Ja, verdient hat das. So, komm raus, Steven, los geht's. Ach ja, so jetzt aber. Und die Muschel ist kaputt. Geh kaputt, böse Muschel. Muschel. Den machen wir jetzt kaputt, weil er anders hat das nicht verdient. Und die Muschel ist down. Futsch, danke für die ganzen EPs, die du gibst. What? Und jetzt kommt sein Snorlax. Jetzt machen wir es schlau. Jetzt bleiben wir zuerst drin. Und werden ihn einfach möglichst viel Schaden reinzimmern. Das wird ihm wahrscheinlich nur ein Viertel abziehen oder so. Oder noch weniger. Ja, genau, nur ein Viertel. Au, 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 der tut weh. Aua. Das hätte mich auch verwundert. Dann spulen wir schnell. Sinox. Submission. Warum ist der plötzlich schneller als ich? Ja, super. Jetzt verliere ich das schon wieder, oder was? Dynamic Punch! Dynamic Punch! Dynamic Punch! Och, Menno. Brrr. Executor! Wing Attack! Dom, 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 dom! Ich verliere jedes Mal! Das kann doch nicht wahr sein! Ey, was ist denn das? Warum verliere ich das ständig? Das ist blöde, verkackte, dreckige Snorlax. Kann sich jetzt dann mal wirklich kreuzweise dieses Pokémon... Ja, und Kofen kann auch nichts, weil die blöden Lappen mir da im Weg stehen. Super. Kommt Freude auf, oder komme ich trotzdem noch nach hier unten? Irgendwie. Ah doch, guck, ich kann die blöden... Na, natürlich nicht. So nach dem Motto, denk, träum weiter, du... Boah. Regt mich das auf schon wieder. Blöde Scheiße, ganz ehrlich. So, also. Ganz ruhig, das Zeug nochmal durchdenken. Wir haben diesen blöden Ball. Den kriegen wir down mit ihm. Oder praktisch down mit ihm. Dann kommt sein blödes Slimog. Das kriegen wir nie down, weil es immer Self-Destruct einsetzt. Blöder Lappen. Takiro wäre also das ultimative Mittel gegen alles. Was wir, ach, es ist nervig. Nervig, sage ich euch. Echt nervig, dieser blöde Pummel. Was machen wir nur? Hat geklingelt. Heißt ja was? Komm ich mal. Vielleicht. Holen wir schnell. So. Wir holen jetzt trotzdem uns mal einen Aufwecker. Nein, nicht du. So. Weil, das wird so nix. Dieses Self-Destruct, das ist immer. Nein, warum laufe ich denn... So, jetzt komm! Hier unten war es, genau.
Da hat es jetzt ja gar keinen. Früher war hier ein Typ drin, der dann Sachen verkauft hat. Dann fliege ich noch zum Falschen. Ach komm, das gehört alles. So. So, jetzt aber. Also. Okay, das haben wir. Ich hätte eigentlich ja gerne eine Beere, aber irgendwie. Nee, das wird wohl, werde ich wohl keine so schnell finden, die einfach. Ach, regt mich der Typ auf, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Glaubt mir nicht, wie der Typ mir auf die Golden Road City, genau. So, jetzt ist die Frage. Ich will aber zu. Ich glaube, ich. Wollen wir das im nächsten Part machen? Ich glaube schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Part versuchen wir den nun endgültig mal down zu kriegen. Und bis dahin sage ich, bis ich bin draußen. Auf Wiedersehen.